Die Bibliothek Medizin verfügt neu über einen virtuellen Seziertisch, genannt Anatomage. Hier können echte, menschliche Kadaver digital seziert werden, ganz ähnlich wie an einem herkömmlichen Seziertisch. In den folgenden Minuten führen wir Ihnen ein paar einfache Funktionen vor. Der Tisch kann aber noch viel mehr und Sie dürfen alles gerne in der Bibliothek auf eigene Faust ausprobieren. Zuerst zeige ich Ihnen, wie ein Präparat am Tisch geladen wird, sowie einige Werkzeuge und Funktionen dieses digitalen Seziertisches. Dazu öffne ich am Tisch die Table-Software, bestätige diese Warnmeldung, die wir ignorieren können, und tippe dann auf Gross Anatomy, um ein 3D-Ganzkörperpräparat zu öffnen. An diesem Kadaver, der nun angezeigt wird, können wir einen Schnitt vornehmen, in diesem Fall einen Querschnitt durch den ganzen Körper. Mit einem Finger kann ich die Visualisierung drehen und mit diesem Regler kann ich die Schnittfläche verschieben. Wir sehen so die Innereien des Körpers. Ich kann diesen Schnitt wieder rückgängig machen und über die drei Buttons voreingestellte Ausrichtungen für den Kadaver auswählen. Mit dem oberen dieser beiden Regler kann ich durch die verschiedenen Strukturen des Präparats hindurch scrollen, um die verschiedenen Organe anzuzeigen oder auszublenden. Mit dem unteren Regler kann ich die verschiedenen Blut- und Nervenbahnen ein- oder ausblenden. Durch Antippen eines Organs kann ich den Namen des Organs anzeigen lassen, in diesem Fall die Leber. Wenn ich ein Organ angewählt habe, kann ich auch einen für das Organ spezifischen Schnitt vornehmen. Nachdem der Schnitt vorgenommen wurde, wird durch Antippen einer der beiden Teile ausgeblendet. So werden die Blutbahnen, die durch das Organ verlaufen, freigelegt. Durch Antippen der Blutbahnen wird deren Name angezeigt. Durch Antippen dieses Symbols wird nun deren Verlauf hervorgehoben. Durch erneutes Tippen auf dieses Symbol werden auch die Namen der Verbindungen angezeigt. Ich richte nun das Präparat wieder neu aus und tippe auf dieses Symbol. Dies öffnet die Zwei-Fenster-Ansicht. Auf der linken Seite bleibt die 3D-Visualisierung und auf der rechten Seite die Schnittfläche in 2D. Diese Schnittfläche wird über den orangen Strich im 3D-Präparat angezeigt und kann über diesen Regler verschoben werden. Durch Antippen dieses Symbols werden erneut die Blutbahnen hervorgehoben, um deren Verlauf zu erkennen. Durch Antippen dieses Symbols wird zusätzlich zur fotografischen Ansicht der Schnittfläche eine MRI-Ansicht angezeigt, links die fotografische Ansicht und rechts die MRI-Ansicht. Im folgenden Beispiel zeige ich Ihnen, wie ein selbstgewählter Schnitt durch das Präparat vorgenommen wird und wie spezifische Systeme und Organe ein- oder ausgeblendet werden können. Ich öffne also erneut ein Ganzkörperpräparat. Dazu tippe ich auf das Haussymbol unten links, dann auf Gross Anatomy und wähle dann ein Ganzkörperpräparat aus. Ich nehme jetzt erneut einen Schnitt vor. Diesmal wähle ich die Schnittfläche allerdings selbst. Dazu wähle ich das Sezierwerkzeug aus und ziehe einen Strich dort, wo ich die Schnittfläche haben möchte. Ich tippe dann den Teil des Körpers an, den ich nicht mehr sehen möchte. Mit einem Finger kann ich jetzt den Kadaver drehen und mit zwei Fingern kann ich ihn verschieben. Über das Visibility-Menü kann ich die genauen Organe und Systeme auswählen, die ich ein- oder ausblenden möchte. In diesem Beispiel blende ich die Haut aus, damit die Muskulatur sichtbar wird. Durch Antippen der verschiedenen Muskeln wird deren Name angezeigt und deren Verlauf hervorgehoben. Jederzeit kann ich den Kadaver drehen, um eine Ansicht zu erreichen, die ich sehen will. In einem letzten Beispiel führe ich ein Präparat eines Herzes vor. Das Präparat wurde so animiert, dass es schlägt und die sich öffnenden und schließenden Herzklappen freigelegt werden können. Dazu öffne ich erneut ein Präparat. Ich tippe auf das Haussymbol und wähle diesmal Physiology und dann das Herz aus.
Nach einer kurzen Wartezeit wird jetzt ein schlagendes Herz und ein EKG-Bildschirm angezeigt. Über diesen Regler kann ich die Herzfrequenz verschnellern oder verlangsamen. Die Herzfrequenz wird jeweils auf dem EKG-Bildschirm angezeigt. Durch das Setzen des Slow-Motion-Häkchens wird die Animation verlangsamt. Erneut über das Visibility-Menü kann ich die verschiedenen Systeme ein- oder ausblenden. Ich blende hier die Herzmuskulatur aus, um eine Ansicht der Herzklappen zu erhalten. Zusätzlich zu den Herzklappen werden auch die Nervenbahnen sichtbar und wann diese aktiviert werden. Mit einem Finger kann ich erneut die Ansicht drehen und mit zwei Fingern kann ich die Visualisierung des Herzens verschieben und hinein oder hinaus zoomen. Auch in dieser Ansicht kann ich die Blutbahnen antippen, um deren Namen anzuzeigen und deren Verlauf hervorzuheben. Der Tisch hat noch viele andere vorbereitete Präparate, die Sie gerne bei uns in der Bibliothek ausprobieren können.